Wir wollen einen Blick in die zweite deutsche Börsenliga werfen. Und dazu begrüße ich Thomas Metzger, Vermögensverwalter in Stuttgart. Herr Metzger, die zweite Reihe ist der MDAX. Aber dieser steht ja oft im Schatten des DAX, eigentlich zu Unrecht, oder? Ja, man braucht sich nur die Wertentwicklung dieses Jahr anschauen. Da ist gerade der MDAX dem DAX doch ein Stück vorausgelaufen. Also der MDAX braucht sich hier wirklich nicht verstecken. Ganz im Gegenteil, wir finden hier wirklich hervorragend positionierte Werte, gut aufgestellte Unternehmen, die teilweise Weltmarktführer in ihrer Nische sind, die mit sehr guten Produkten glänzen können, auch sehr exportstark sind. Und da greifen eben die Anleger gerade bei diesen sogenannten zyklischen Titeln, die eben gut laufen, wenn die Konjunktur gute Vorzeichen bietet, da greift man dann eben zu. Diese Titel laufen dann gut. Und der MDAX stellt eben auch eine gute Möglichkeit für internationale Investoren dar, in unseren deutschen Mittelstand zu investieren. Und was trauen Sie dem MDAX im Jahr 2014 noch zu? Also vieles wird hier von der Reaktion, von den nächsten Schritten der Notenbanken weltweit abhängen. Denn ein Hauptgrund für die wirklich sehr gute Entwicklung der Aktienmärkte dieses Jahr war doch, dass die Notenbanken sehr viel Liquidität dem Markt bereitgestellt haben. Und hier schauen die Marktteilnehmer vor allem auf die nächsten Schritte der amerikanischen Notenbank Fed. Ich gehe davon aus, dass man hier spätestens in den nächsten Monaten die Liquiditätshilfen etwas zurückfahren wird. Das könnte dann auch einmal für Rückschläge auch im MDAX sorgen. Aber für mich sind das nach wie vor Kaufgelegenheiten, also gute Einstiegsgelegenheiten. Denn insbesondere die amerikanische Wirtschaft sollte doch robust genug sein, diese zurückgenommenen Liquiditätshilfen zu verkraften. Und die Unternehmen sind einfach fundamental nicht überbewertet, nicht zu teuer bewertet. Andere Anlagekategorien, die bieten ohnehin wenig Alternativen. Wenn wir an die tiefen Zinsen denken, zum Beispiel im Staatsanleihebereich, da bin ich langfristig weiter optimistisch gestimmt. Wie kann der Anleger dann in den MDAX investieren? Eine wirklich gute Möglichkeit, um zu investieren, sind sogenannte ETFs, also börsengehandelte Indexfonds. Wie der Name schon sagt, bilden diese einen Index 1 zu 1 ab, beziehungsweise die Entwicklung eines Aktienindex 1 zu 1 ab. Diese Fonds sind sehr kostengünstig, sehr transparent und wirklich ein sehr gutes Mittel, um zum Beispiel direkt mehr oder weniger in den MDAX und in dessen Entwicklung zu investieren. Sagt Thomas Metzger. Vielen Dank.